Wer immer schon mal wissen wollte, wie das Leben zur Zeit Abrahams, Isaaks und Jakobs aussah, ist hier im biblischen Erlebnispark genau richtig. Mich interessiert es auch und deswegen schaue ich mich mal um. Was haben Kamele mit der Bibel zu tun? Ich glaube, die sind heute hier, um die Erlebnisbibel hier mitzugestalten, um die traditionelle Weihnachtsgeschichte nachzuempfinden. Neben mir steht der Theologiestudent Christian. Von ihm will ich wissen, wieso er so ein interessantes Outfit trägt. Ja, ich war beim Falafel machen. Wir haben also Falafeln gebacken. Das sind Kichererbsen, Kügelchen, die haben wir frittiert und eben ausgegeben. Aber leider sind sie jetzt alle. Der ganze Teig ist weg. Hier habe ich drei interessante junge Männer gefunden. Was möchtest du mit deinem Outfit darstellen? Ich stelle die biblische Person Jakob dar aus dem Alten Testament. Das war der Stammvater der Israeliten, also war der Enkel von Abraham. Dankeschön. Und was ist mit deinem Outfit? Ich bin der Petrus, erkennbar am Schlüssel, und das ist mein Freund, der Paulus. Was gefällt Ihnen beim biblischen Erlebnispark besonders gut? Die Vielfalt der Angebote, die Tiere, auch den Ruheraum mit der Musik und den biblischen Bildern. Dass die Kinder tätig sein können und dass auch die Eltern die Kinder einfach mal am Tisch sitzen lassen können, zum Kneten zum Beispiel. Also rundherum bin ich begeistert. Die Ausstellung mit Weihrauch, Ölen, Karten ist eine Spezialität, die man sonst nicht findet. Alles schön und die arabisch Kostüme und arabisch Zelt gefällt mir, weil die Deutschen wissen gar nichts auf diese Kultur, und ich bin Araber aus Syrisch aus Syrien, ich bin, und das so gefällt mir sehr, so die Kultur und die Anzüge und Zelt und Schafe, Kamele, alles war schön. Hier riecht es aber lecker. Was bereitest du denn zu? Wir versuchen zumindest arabisches Ladenbrot zuzubereiten. Das haben wir damals in der Wüste kennengelernt, als wir in Israel waren, und deswegen haben wir das heute Nachmittag auch ausprobiert. Kann ich mal ein Stück probieren? Sehr gerne. Dankeschön. Ein ganz einfacher Teig, einfach nur Mehl, Wasser und ein bisschen Salz. Also sehr einfach, aber ich denke, lecker, oder?